Hallo, liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den September 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Skorpione, unter dem Video in der Infobox findet ihr nach wie vor die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort die Möglichkeit, meine Social Media Links sowie auch die Info- und Special Videos anzusehen, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ihr findet dort euer Jahresreading für das aktuelle Jahr und natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Müsst ihr nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den September 2023 meiner Skorpione. Der Sprung ins Ungewisse. Der Sprung ins Ungewisse ist eine Energie, die ich meistens direkt sogar mit dem Narren vergleiche. Tatsächlich, sie ist hier grafisch sehr ähnlich dargestellt. Beim Sprung ins Ungewissen geht es häufig darum, sich in einem Thema, in einem Umfeld oder eine ganz bestimmte Aufgabe sich anzunehmen oder eben diese anzugehen, indem man vielleicht noch nicht so ganz sich auskennt, dass man vielleicht noch nie gemacht hat. Eine Art frischer Wind, eine Art Tapetenwechsel könnte das für viele von euch bedeuten. Beziehungsweise kommt hier eine Art Herausforderung auf euch zu, bei der ihr euch noch nicht ganz auskennt. Etwas völlig Neues für euch beispielsweise, etwas, was ihr noch nie gemacht habt oder mit dem ihr euch noch nie konfrontiert gesehen habt. Das kann ich mir natürlich noch in vielerlei Situationen vorstellen, vielerlei Bereiche natürlich auch vorstellen. Manche von euch könnten nervös bezugnehmend auf dessen sein, manche von euch könnten sich auch darauf freuen. Das kann man so oder so sehen. Und ich bin sehr gespannt, was mir die Karten darüber dann gleich im Hauptreading verraten können. Die Zahl 36, liebe Skorpione, könnte eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein. Möglicherweise lediglich die 3 oder die 6. Möglich ist ebenso die Quersumme 9. Ob das Zahlen von Bedeutung für euch sind, wisst ihr natürlich selbst besser als ich. Auf jeden Fall ist der Sprung ins Ungewisse eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den September 2023 meiner Skorpione. Das ist die 6 der Stäbe. Die 6 der Stäbe, eine ganz klassische Sieges- und Erfolgskarte. Es ist hier angestrebt, siegreich und erfolgreich zu sein. Ihr habt hier einen großen Tatendrang, ihr habt hier Schaffenskraft, Tüchtigkeit, ihr seid elanvoll. Bezugnehmend auf dieses Neue, was euch hier bevorsteht. Ihr seid also gewillt, das Ganze anzugehen. Ihr habt jetzt nicht sonderlich den Eindruck, dass ihr scheitern werdet. Vielmehr wollt ihr euch hier ausprobieren. Vielmehr wollt ihr euch vielleicht sogar auch selbst anstacheln, dass ihr das, was euch dort bevorsteht, auch schaffen werdet. Die werde ich mir natürlich noch genauer anschauen. Wie geht es weiter? Das ist die Königin der Kelche. Eine Hofkarte im Wasserzeichen. Sehr gut könnte das natürlich eure Energie sein, liebe Skorpione. Ihr seid natürlich auch ein Wasserzeichen. Und diese Königin der Kelche, die ist eine sehr liebevolle Person, eine offene Person, offenherzig, sagt man das sehr gerne dazu. Das ist eine völlig authentische Person. Jemand, der oder die Gefühle, die er oder sie in sich verspürt, auch nach außen hin zeigen kann, kein Problem damit hat, diese zu äußern, beziehungsweise sich diesen auch nicht verschweigt. Das ist mit emotionaler Authentizität gemeint. In der Königin der Kelche sieht man auch häufig eine sehr hilfsbereite, fast schon aufopferungsvolle Person. Aber ich glaube, dass ihr euch dieser Angelegenheit ja vom Herzen her womöglich auch widmen möchtet. Das könnte sich eine Herzensangelegenheit hier für viele von euch drehen und handeln. Das muss sich aber nicht unbedingt auf Beziehungen oder Partnerschaften beziehen. Kann auch etwas anderes sein. Möchte ich natürlich unter anderem noch herausfinden. Wie geht es weiter? Das ist die Sonne. Die Sonne ist eine sehr positive Karte, vor allem in der Mitte des Readings. Oben ist sie etwas überstrahlend über das komplette Kartenblatt. Sie spricht von Harmonie, sie spricht von Fröhlichkeit, manchmal auch Glück, beziehungsweise eben auch einem sehr schönen Umfeld, in dem man sich hier befindet oder sich begeben möchte. Man ist hier friedvoll, manchmal auch friedsuchend natürlich. Harmoniebedürftig wäre hier ebenso eine Deutungsvariante. In manchen Situationen, und das kann hier gut und gerne mit dieser Hauptenergie der Fall sein, ist man hier auch gewillt, eine Art Neuanfang zu
gewähren, eine Art Neuanfang vielleicht auch zu initialisieren. Das kann ich mir ebenso vorstellen, dass für viele von euch hier eine Art neuer Schwung, neuer Umschwung, wie gesagt, vorhin auch schon Tapetenwechsel eingeleitet werden soll. Wie geht es weiter? Das ist die Sieben der Kelche. Bei den Sieben der Kelchen ist es häufig eine sehr tückische Energie, die kann hier noch sehr variantenreich gedeutet werden. Sieben der Kelche, klassisch Kopf gegen Herzenergie, kann das hier bedeuten. Das würde heißen, dass euer Kopf beispielsweise Bezug nehmend auf diese Angelegenheit, die euch bevorsteht, die eine Meinung hat und euer Herz ist da eher so ein bisschen anderer Meinung. Und wenn diese beiden sich im Clinch befinden, dann könnte eine Entscheidung durchaus schwierig sein, gefällt zu werden. Es wäre ebenso möglich, dass man Stimmungsschwankungen bekommt, beziehungsweise häufig seine Meinung ändert. Bei den Sieben der Kelchen könnten es weiterhin Alternativen, Optionen oder verschiedene Wege sein, die euch hier zur Verfügung stehen, aber auch eben das Gehen oder das Ausprobieren dieser Wege benötigt eine Entscheidung. Sieben der Kelche, manchmal sagt man auch Träumereien dazu, manchmal sagt man auch Träume sind Schäume dazu. Das werde ich mir alles noch unter anderem anhand Klärung und Spiegelung herausfinden wollen, beziehungsweise erörtern wollen. Mit der Spiegelung auf die Königin der Kelche könnte das hier natürlich für euch viele Wege darbieten, wie ihr in einem ganz bestimmten Bereich weitermachen möchtet. Aber es könnte sich auch genau auf eure Gesinnung beziehen. Das möchte ich mir, wie gesagt, noch unter anderem näher entschließen. Wie geht es weiter? Das ist die zwei der Münzen. Es liegt jetzt hier sehr nahe mit dem Trigger hier zu den Sieben der Kelchen, dass ihr euch mal mehr zutrauen würdet und mal weniger zutrauen würdet, jenen Sprung ins Ungewisse hier zu schaffen, beziehungsweise seid ihr hier noch relativ unentschlossen, ob dieses Liebäugeln mit neuen Wegen, neuen Situationen, neuen Umständen denn auch tatsächlich euch dann dahin führen würde, nämlich zur Erfüllung, zum Glück, zum Wohlstand, zur Reinheit, zum Frieden. Das kann man noch sehr unterschiedlich und individuell betrachten. Ihr stellt hier euren Sieg oder euren Erfolg in Frage. Das sehen wir hier sehr schön in der Spiegelung zu den Sechs der Stäben. Klassische Erfolgskarte, wie ich auch schon gesagt. Und mit den zwei der Münzen kann man hier vom klassischen Wankelmut sprechen. Das heißt, an einem Tag, da seid ihr aufgeschlossen, da glaubt ihr gar nicht daran, dass ihr scheitern könntet. Da freut ihr euch womöglich auch sogar auf das, was euch bevorsteht. Und dann vielleicht einen anderen Tag, da seid ihr dann doch schon etwas nervös. Da seid ihr vielleicht sogar auch ängstlich, Bezug nehmen auf das, was euch hier bevorstehen kann. Diese Verwirrung, diese Konfusion, die jetzt hier auch gut und gerne mit dem Trigger hier in den Sieben der Kelchen dargestellt sein könnte, die könnte eine Entscheidung herauszögern. Sie könnte jenen Sprung, jenen Absprung, kann man jetzt natürlich auch sagen, auch noch etwas hinauszögern, bis man sich dann auch wirklich guten Gewissens und reinen Herzens, möglicherweise auch mit vollster Überzeugung für diesen Sprung oder gegen diesen Sprung entscheiden kann, kann es hier noch etwas dauern. Man muss mit sich selbst sozusagen ins Reine kommen. Und das ist eine grobe Umschreibung für die Outcome-Karte hier Nummer 1, den Eremiten. Der Eremit in sich kehr, Wissen aneignen, Weise werden, sich klar darüber werden, was man wirklich haben möchte. Und das bezieht sich nicht auf Eventualitäten, die von äußeren Umständen oder von anderen Personen auskommen können. Es bezieht sich rein auf die eigene Energie, rein auf die Frage, was will ich? Und da klammert man alles andere und jeden anderen Menschen in seinem Leben aus, sondern bezieht sich eben, wie gesagt, rein auf sich selbst. Das ist die klassische Eremitenenergie. Man spricht vom Eremitenmodus. Es kann sich hier im Speziellen auch um Distanzierung, Vereinsamung kann es teilweise bedeuten. Man kann hier vom Rückzug sprechen, aber ich glaube, dass hier tatsächlich eher eine Antwort auf eine Frage gefunden werden soll, die eher heißen könnte, will ich das oder will ich das nicht, als wollen das andere oder was ist das Beste, was ich jetzt hier tun könnte. Die Frage müsste man etwas umformulieren und fragen, was ist das Beste für euch. Eine sehr interessante erste Reihe. Ich möchte hier natürlich noch mehr Einzelheiten und Details noch herausfinden. Es deutet aber sehr stark darauf hin, dass hier eine neue Situation euch bevorsteht, für die ihr mal mehr und mal weniger Vorfreude empfinden könntet, beziehungsweise auch mal mehr oder weniger Skepsis empfinden könntet, dann natürlich respektive. Eine Klärung zu den Sechs der Stäben. Das ist der Teufel.
Der Teufel ist eine Karte, die gerade auf eine Sieges- oder Erfolgskarte, wie sie mit den Sechs der Stäben hier dargestellt ist, recht komplex sein kann. Man denkt hier eher ins Negative, man denkt hier eher ins Pessimistische, man kann es auch sagen, man geht eher vom Scheitern aus, als dass man mit einem Sieg oder Erfolg rechnen würde. Das ist hier eine sehr pessimistische Energie, eine manchmal sogar schwarzmalerische Energie, wo man entweder sich selbst nicht genug zutraut oder im Vorfeld diesen angestrebten Sprung ins Ungewisse, dieses Neue, was ihr hier mal mehr, mal weniger initiieren möchtet, dem schaut man doch eher recht skeptisch entgegen. Manche von euch könnten hier vielleicht sogar auch eine Art Konkurrenten erwarten, dass euch, um es ganz kurz und ganz einfach auszudrücken, das Leben schwer gemacht wird von anderen Menschen und ihr deswegen eher euch im Rückzug befinden könntet. Eher hier hadert, soll ich das jetzt wirklich machen oder soll ich das nicht lieber lassen? Das ist diese Nervosität, manchmal auch so sogar grobe Unsicherheit, die schon eher hier in diesen beiden Karten schon sehr deutlich dargestellt sein kann. Auch über den Teufel möchte ich mich noch mehr informieren, da brauche ich noch die Klärung da unten, aber der Teufel ist hier schon eine sehr bedenkliche Energie für viele von euch. Sie ja, sind hier im Begriff, eher etwas zu lassen, was sich definitiv rentieren und lohnen würde für viele von euch. Aber die Angst vor dem Scheitern, der Zweifel an dem Sieg, der scheint mir hier das Ganze noch sehr weit hinauszögern zu können, beziehungsweise euch vielleicht eher dazu verleiten, das Ganze doch eher zu lassen. Eine Klärung zur Königin der Kelche. Das Rad des Schicksals. Sehr eindrucksvolle Karte. In der Mitte wäre sie noch eindrucksvoller gewesen tatsächlich, aber das Rad des Schicksals auf euch hier in der Klärung bezogen, bezieht sich noch nochmals ähnlich wie auf den Eremiten, nämlich die Frage nach dem, was für euch am besten ist, was ihr haben möchtet. Es fällt vielen von euch potenziell bei euren Überlegungen, was da auf euch zukommt, beziehungsweise wo ihr hin wollt, relativ schwer, das einzig und allein auf euch zu beziehen. Gerade als Königin der Kelche ist man, ich habe es vorhin glaube ich auch schon genannt, sehr hilfsbereit, sehr aufopferungsvoll, manchmal auch selbstlos. Und da denkt man manchmal sogar übergeordnet an das Wohl anderer und eben nicht zuerst oder nicht vorrangig und nicht priorisiert an das eigene Wohl. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sich hier genau um etwas derartiges dreht. Für sich selbst etwas Gutes zu tun, etwas zu tun, wovon man selbst etwas hat, eigene und vielleicht auch nur einzig und allein eigene Wünsche, Träume und Ziele zu erfüllen, unabhängig davon, was dann mit Menschen in eurer Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz, Umgebung passiert oder was die davon halten. Rat des Schicksals, Schicksalswege natürlich sind hier drin dargestellt auf euch. Das ist hier definitiv die Frage, wohin wollt ihr gehen? Und wie auch schon gerade versucht, euch zu erklären, es ist hier meistens so, mit dem Teufel und dem Rad des Schicksals hier im gegenseitigen Trigger, dass einem von den eigenen Wünschen, von dem eigenen Durchsetzen, das sich erarbeiten, von dem man selbst etwas hat, was andere gar nicht kümmern muss, was andere gar nicht angeht, sondern rein für sich selbst, eigene Entwicklung, eigene Genugtuung kann man auch dazu sagen, haben sich womöglich viele von euch schon in der Vergangenheit abhalten lassen. Da galt es erst einmal, anderen zu helfen oder zum Wohle anderer zu agieren. Und man selbst kam dann da vielleicht womöglich etwas zu kurz. Das passiert sehr häufig tatsächlich in der Allgemeinheit und im täglichen Dasein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier auch um das eigene Durchsetzungsvermögen für viele von euch gehen kann. Eine Klärung zur Sonne. Das ist die drei der Münzen, das ist die Zukunftsorientierung, die Zukunftsplanung. Man stellt sich hier häufig auch seine eigene Zukunft vor in einem ganz bestimmten Bereich, kann das natürlich in eurem Leben vorkommen. Das kann sich hier beispielsweise auf die Karriere beziehen. Das ist auch eine klassische Arbeitskarte, deswegen kann es sich hier um den Arbeitsplatz an sich drehen. Natürlich kann das hier auch eine Team-Up- und Partner-Up-Karte sein, dann kann das auch eine zwischenmenschliche Beziehung betreffen. Mit den drei der Münzen in der Mitte des Readings ist hier auf jeden Fall viel Vorausdenken von eurer Seite aus zu entdecken. Viele von euch stellen sich ihr Leben morgen vor, ihr Leben in 10 Tagen vor, ihr Leben in 2 Monaten vor oder in 10 Jahren vor. Das kann sehr, sehr sehr umfangreich und sehr individuell auch gedeutet werden. Kommt wahrscheinlich bei vielen von euch auf den Teilbereich eures Lebens an, in dem ihr hier diesen berühmten Sprung ins Ungewisse wagen möchtet.
Ich glaube aber auch, dass in der Vergangenheit, und das habe ich euch hier schon versucht zu erklären, viele von euch zu kurz kamen. Entweder waren sie dafür selbst verantwortlich oder es waren äußere Umstände. Aber viele von euch fühlten sich in der Vergangenheit wie jene, die immer verlieren, wie jene, die immer zurückstecken müssen, wie jene, die immer zu kurz kommen. Und wie auch schon gesagt, mal ist man sogar selbst dafür verantwortlich, mal gibt es vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit. Aber drei Münzen auf Sonne, ihr habt hier definitiv den Willen und die Ambition, in Zukunft für euch und zu eurem Gunsten etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu realisieren, was andere Menschen vielleicht gar nichts angeht, wovon andere Menschen vielleicht gar nichts haben, was rein für euch Glück, Frieden oder Wohlstand bedeuten kann. Eine Klärung zu den Sieben der Kelche. Das ist nochmals die sechste Stäbe. Nochmals die sechste Stäbe hier, auch nochmal auf eine Verwirrung hier geklärt. Also ob ihr damit siegreich und erfolgreich sein werdet, liebe Skorpione, ist etwas, was ich euch im Moment noch nicht beantworten kann, worüber viele von euch aber definitiv in Zukunft nachdenken werden und das auf eine sehr intensive Art und Weise. Sechste Stäbe, wir haben sie auch hier schon am Anfang, klassische Sieges- und Erfolgskarte. Sechster Stäbe auf Rat des Schicksals in der Spiegelung bedeutet nichts anderes wie, wann bin ich endlich an der Reihe, auch mal Glück zu erfahren? Wann bin ich endlich an der Reihe, mir mein Ziel, meinen Wunsch, meinen Traum zu erfüllen? Stets kam etwas dazwischen, liebe Skorpione. So nehme ich das hier für viele von euch wahr. Nicht nur mit dem Teufel und dem Rat des Schicksals hier und diese beiden nebeneinander oder aufeinander wäre das Gleiche. Das ist eine Art Teufelskreis. Das ist eine Art Alltag oder Routine, Regelmäßigkeit, die vieles, was ihr euch vorgestellt habt, zu erreichen, verwehrt hatte in der Vergangenheit. Und das kann sich ein Leben lang sogar ziehen, wenn man von einem Teufelskreis spricht. Das kann auch in einem ganz bestimmten Bereich immer mal wieder passiert sein. Es hat nichts mit Ungeduld zu tun, auch wenn es jetzt ein bisschen ungeduldig klingt. Es hat hier eher etwas mit dem inneren Gleichgewicht, mit dem inneren Frieden oder der inneren Ruhe zu tun. Diese Fragen, die ihr euch hier potenziell stellt. Und ihr könnt euch hier selbst diese Frage auch nicht beantworten, weil viele von euch eben keine Glaskugel haben, die euch mal kurz die Zukunft verrät oder etwas derartiges. Aber die Vergangenheit von vielen von euch hat gezeigt, dass ihr nicht immer an Priorität Nummer 1 steht, wenn es um andere geht, manchmal auch nicht, wenn es um euch selbst geht. Und ich glaube, dass hier dieses Umdenken gerade und bereits im Gange ist, aber diese Verwirrung, diese Konfusion, vielleicht auch wirklich Kopf gegen Herzenergie, die könnte hier die erste Hürde oder die erste Herausforderung in diesem Bezug sein. Eine Klärung zu den zwei der Münzen. Das ist die Welt. Und wieder haben wir ein deutliches Anzeichen für einen Teufelskreis. Rad des Schicksals, ihr seht hier das Rad, Rad ist rund, ihr seht hier die Welt ist rund und wir haben die Spiegelung auf den Teufel und den Trigger zum Teufel. Viele von euch befanden sich bislang in einem Teufelskreis, womöglich wirklich, was auch die arbeitstechnische Situation angeht, weil wir haben jetzt hier mittlerweile zwei Arbeitskarten mit den drei der Münzen in der Mitte und den acht der Münzen im Outcome. Bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading, liebe Skorpione, und nicht jeder hat es hier mit dem Arbeitsplatz zu tun, logischerweise. Aber viele von euch, und ich kann euch jetzt da klar ein Beispiel natürlich geben, die haben in der Vergangenheit eine Stelle angenommen mit Erfolgschancen, mit Zukunftsaussichten, wo man aufsteigen könnte. Und immer mal wieder ist es dann zu etwas gekommen, wie dass ein anderer bevorzugt wurde. Dass ein Arbeitskollege von euch, der hat sich, wenn es nach dem Chef geht oder nach den Verantwortlichen geht, mehr eingebracht, hat mehr Potenzial, ist verlässlicher oder ist, weiß ich nicht, gebildeter, was auch immer. Und jene Person hat dann eher diese höhere Stelle bekommen und ihr hattet dann im Prinzip in dem Sinne das Nachsehen. Und für viele von euch ist das nicht nur einmal passiert, sondern ein paar Mal passiert. Und logischerweise stellt man sich dann hier langsam aber sicher die Frage, wann bin ich endlich dran? Wann ist es soweit, dass ich erfolgreich bin? Wann ist es soweit, dass ich meinen Zielen, Träumen und Wünschen näher komme? Und wie gesagt, manche, und das wäre jetzt ein äußerer Umstand, auf den ihr wenig bis gar keinen Einfluss hattet, die hatten da im Prinzip das Nachsehen, weil andere bevorzugt wurden. Manche von euch, und das da könnte ich euch ganz andere Beispiele natürlich noch nennen, haben aber auch stets für andere gesorgt, haben andere priorisiert, aufgrund eben der aufopferungsvollen Eigenschaft der Königin der Kelche oder diese Selbstlosigkeit, diese Hilfsbereitschaft.
Aber an sich selbst an erster Stelle zu denken, das könnte jetzt sozusagen dieser neue Tapetenwechsel sein, diese neue Situation, die hier in der Entstehungsphase ist, aber doch schon einige Startschwierigkeiten aufzeigt. Mit der Welt auf die zwei der Münzen, es ist eine ähnliche Geschichte wie mit den sechs Stäben auf die sieben Kelche. Es ist hier diese Nervosität an manchen Stellen dargestellt. Es ist hier das Infragestellen, ob man dem, was man haben möchte, auch näher kommen kann. Weil in euren Gedankengängen denken dann viele von euch an die Familie, an den Partner, an die Kinder, an die anderen Arbeitskollegen, an was auch immer, vielleicht auch an Finanzielles oder an die Gesundheit. Das kann genauso sein. Aber aufgrund dieser Bedenken, ja, man kann es so bildlich ausdrücken, befindet ihr euch hier noch auf diesem Felsvorsprung, anstatt runterzuspringen und dann dieses neue Leben, diesen neuen Alltag, diese neue Routine dann auch wirklich anzugehen. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Skorpione. Es ist hier ein relativ eindeutiges Reading, muss ich sagen. Es geht viel in die Philosophie rein. Es geht sehr viel um die Frage, was will ich und wie schaffe ich es am besten, wenn man sich darauf konzentrieren kann, das, was ich möchte, mir auch zu realisieren und das ganze Vorhaben unabhängig von anderen Menschen in eurer Umgebung oder von anderen Umständen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben, zu machen. Und das ist leichter hergesagt, das ist schwierig umgesetzt. Und ich glaube auch, dass mit den acht der Münzen hier nicht nur möglicherweise der Arbeitsplatz dargestellt ist, sondern das Arbeiten an sich dargestellt ist. Dieses Arbeiten an der eigenen Stabilitätssicherheit, möglicherweise auch an dem eigenen Optimismus oder am Selbstvertrauen. Je nachdem, was euch hier fehlt, je nachdem, was euch hier zweifeln lässt, wanken lässt, verwirren lässt, je nachdem muss man hier eine gewisse emotionale Stabilität, vielleicht auch eine, ja, Stabilität im Äußeren, also in dem Bereich, in dem ihr euch vorwagen möchtet, zunächst einmal schaffen. Und das kann hier ebenso sehr, sehr gut mit dieser Hingabe, Leidenschaft, Tüchtigkeit, auch mit dem Fleiß dargestellt sein. Da werde ich spätestens natürlich im weiterführenden Reading euch noch mehr dazu sagen können. Hier ist es aber ebenso sehr gut möglich, dass das darauf hinausläuft. Eine Klärung zum Teufel. Das ist die Acht der Kelche. Die Acht der Kelche ist eine Verlassenskarte, aber auch eine nach den Sternen greifen Karte. Und wir haben hier zwei Situationen mit dem Teufel und mit den Sechs der Stäben dargestellt, die beide Deutungsvarianten tatsächlich in sich vereinen. Ich habe euch vorhin schon im Prinzip ein Beispiel genannt, wie das Ganze bislang wahrscheinlich gelaufen ist, und wir haben hier auch eine Vergangenheitskarte mit den Acht der Kelchen. Und zwar ist es dieses Prinzip, das ihr zurücksteckt. Das ist dieses Prinzip, dass ihr jemanden unterstützt, aber nicht unterstützt werdet bei euren Angelegenheiten, dass ihr andere priorisiert habt oder für andere habt vielleicht auch wirklich da sein müssen, dass es immer anderen schlecht ging, an andere hatten Probleme und darum habt ihr euch gekümmert. Aber um das eigene Voranschreiten, um die eigene Entfaltung, um die eigene Realisation von Zielen, Wünschen und Träumen ging es bislang eher untergeordnet. Und hier soll es jetzt vorrangig genau darum gehen. Es ist hier zum einen das Verlassen von hier dem Teufel dargestellt, von dem Durchbrechen des Teufelskreises, so kann man es auch ausdrücken, denn immer ist etwas anderes wichtiger als das, was ihr haben möchtet. So kann man es kurz ausdrücken. Und das kann auf der Vergangenheit beruhen oder sich auf die Vergangenheit beziehen, kann sich natürlich auch noch bis in die Gegenwart erstrecken. Aber das Greifen nach den Sternen, und das haben wir dann hier auch in der Spiegelung mit den Siegen, mit dem Erfolg zu tun, das ist hier an erster Stelle zu stellen. Das ist genau das Hauptanliegen jetzt. Es bedarf Konzentration, es bedarf Fokus und es bedarf eben auch, sich nicht hinreißen zu lassen, dass wenn andere wieder etwas von euch wollen, ihr euch dem widmet und dann die eigenen Aufgaben, Wünsche, Ziele, Herausforderungen wiederum hinten anstellt. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Das ist die Acht der Schwerter. Ich sprach vorhin schon vom Zerdenker-Modus. Ich sprach von diesen Gedankengängen, die viele von euch haben. Gedankenstürme, sage ich da auch sehr, sehr gerne dazu. Es ist auch hier ein Kreis dargestellt, ein Schwerterkreis in dem Sinne. Und ihr habt es hier wirklich mit einer Routine zu tun, die sich seit Jahren ziehen könnte. Und das ist meistens sogar gar nicht übertrieben. Ich persönlich kenne viele Menschen, denen es genauso ergeht tatsächlich. Die sich immer wieder sozusagen in einem Kreis drehen, jetzt braucht der Hilfe, jetzt muss ich mich um das kümmern, um das kümmern, um das kümmern. Es ist zu einer Art Routine, es ist zum Alltag geworden. Und dieser Alltag,
Ich sehe euch jetzt hier nicht irgendwie depressiv. Ich sehe auch nicht, dass ihr ja am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben möchtet oder etwas derartiges. Also ich sehe hier nichts stark negativ gravierendes. Ich sehe hier aber einen Alltag, eine Routine, etwas Alltägliches, in der ihr und eure Ziele, Wünsche und Träume, eure Ambitionen definitiv zu kurz kommen. Und das ist etwas, wie schon gesagt, was sich irgendwann einpendelt. Irgendwann sagt man, naja, mein Gott, irgendwann wird schon meine Zeit kommen. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Denn mehr und mehr ist man hier zukunftsorientiert. Hier denkt man mehr und mehr darüber nach, was man eigentlich alles in seinem Leben erreichen wollte und stellt gegenüber, was man bislang alles erreicht hat. Und ich glaube, da können viele von euch nicht einmal die Hälfte der Liste abhaken, die ihr euch vorgenommen habt. Um es jetzt mal ein bisschen bildlich bzw. metaphorisch zu formulieren. Ihr macht euch hier starke Gedanken und hier haben wir die klassische Kopfenergie gegenüberliegend der klassischen Herzenergie. Und in der Konjunktion mit der Zukunft und mit der Kopf-gegen-Herzenergie sehe ich viele von euch hier sehr intensiv darüber nachdenken, wie das beste Vorgehen in dieser Situation sein könnte. Und für einen klassischen Herzmenschen, wie es viele Skorpione tatsächlich sind, muss nicht jeder sein, aber viele sind es, ist eine Kopf-gegen-Herz-Energie etwas, was einen Entschluss noch weiter herauszögern wird. Und da bin ich jetzt hier hinten sehr gespannt, beziehungsweise natürlich dann auch auf das weiterführende Reading. Eine Klärung zu den drei der Münzen. Das ist die 7 der Stäbe. Es scheint, dass euch immer wieder Steine in eurem Weg gelegt werden, liebe Skorpione. Es scheint hier mehrere Herausforderungen zu geben, mehrere Hürden und Barrikaden müssen hier gemeistert werden. Die 7 der Stäbe ist so eine ganz klassische Karte für etwas derartiges. Und mit den 3 der Münzen, worauf sie geklärt ist, wird das auch zukünftig der Fall sein. Aber dass man diese scheinbaren Barrikaden, und ich spreche jetzt deswegen absichtlich auch von scheinbaren Barrikaden, weil ich hier den Zerdenkermodus oder den Gedankenkreis daneben habe und die Folgekarte ist die 7 der Kelche. Ich spreche hier von scheinbaren Barrikaden. Ich spreche hier von nicht mentalen Blockaden. Man kann es mentale Blockaden nennen, je nachdem, ob ihr mehr Kopf oder mehr Herzmensch seid. Aber bei den 7 der Stäben, und ich gebe euch gerne ein Beispiel, steht immer etwas im Wege gegenüber dem, was ihr tun wollt. Ich würde jetzt gerne 2 Wochen Urlaub machen und endlich mal nach, weiß ich nicht, Island fliegen, um die Nordlichter zu sehen. Ja, das ist jetzt ein ganz klassisches Beispiel. Das habe ich jetzt von meiner Mutter, weil ich weiß, dass die das gerne tun würde. Aber hier mit den 7 der Stäben auf die Sonne ist es etwas, was ihr zwar haben wollt und wahrscheinlich auch schon immer mal machen wolltet, was ihr euch immer von vorgenommen habt, aber immer kam etwas dazwischen. Das habt ihr vor 3 Jahren mal geplant beispielsweise und dann wurde jemand in eurer Familie krank und ihr habt euch um diesen jemanden kümmern müssen. Es war vor 4 Jahren schon mal geplant und da gab es dann Probleme auf der Arbeit und dann wurdet ihr sozusagen fast schon gezwungen, zu Hause zu bleiben und Überstunden zu leisten. Und dann kam bei der letzten Planung wieder was dazwischen und das Mal davor kam. Versteht ihr, was ich euch damit sagen möchte? Es ist immer etwas scheinbar wichtiger gewesen als das, was ihr eigentlich habt tun wollen. Und natürlich kann man das jetzt verallgemeinern, aber es ist wahrscheinlich dann nicht immer etwas weniger wichtig gewesen als das, was ihr tun wollt. Klar, wenn jemand in der Familie krank wurde, dann ist das schon etwas, wofür man dann sagt, okay, dann bleibe ich zu Hause, dann verschiebe ich das auf nächstes Jahr. Aber dieses ständige Verschieben, das ist der Teufelskreis, von dem ich hier rede. Das ist die Vergangenheit, von der ich hier rede. Das immer ihr scheinbar zu kurz gekommen seid oder etwas anderes immer scheinbar wichtiger war. Wahrscheinlich ist es nicht immer scheinbar wichtiger gewesen, manchmal war es wahrscheinlich auch wichtiger, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ihr bislang diesen Sprung ins Ungewisse noch nicht gewagt habt. Und ich hoffe, ihr merkt, wie das Ganze hier ineinander greift. Wie gesagt, ich greife hier eine Situation auf, die ich selbst und persönlich auch gut kenne. Ich glaube, dass viele Menschen sich häufig in einer derartigen Lage befinden. Aber ich glaube, dass es bei vielen von euch gerade auch wegen dem zeitlichen Aspekt schon sehr ausgeprägt ist, diese Energie. Und hier, hier und hier sehen wir auch sehr deutlich, dass viele von euch aufgrund dessen, dass es bislang noch nicht passiert ist, mehr und mehr anzweifeln, ob es denn überhaupt noch irgendwann mal passiert. Und wenn man dabei bleibt, bei dieser Überlegung, kann man auch sehr, sehr schnell in eine Art Aussichts- oder Perspektivlosigkeit abdriften. Und dann schlagen bei mir persönlich die Alarmglocken. Eine Klärung zu den 6 der Stäben.
Das ist die 10 der Kelche. Wir haben hier die wahrscheinlich positivste Karte, die es im Tarot gibt, was Ziele, Wünsche und Träume angeht, weil das ist die Zielerfüllung, das ist ja den Traum verwirklichen sozusagen. Das ist, hier kann man sagen, hier hat man das Glück erreicht. Hier hat man sich vielleicht das Glück erarbeitet oder das Glück ist einem in den Schoß gefallen. Ob aktiv oder passiv ist dahingestellt. Aber 10 der Kelche auf 6 der Stäbe hat etwas mit Sieg und Ruhm und Erfolg zu tun. Der hier aber mit den 7 der Kelchen und hier mit den 8 der Schwertern deutlich zu sehen angezweifelt wird. Man hält es vielleicht auch dadurch, dass es hier schon immer mal wieder etwas gab, was dann plötzlich wichtiger war oder scheinbar wichtiger war. Dadurch, dass man es in der Vergangenheit schon immer wieder erfahren musste, dass man einfach nicht das tun kann, was man tun will, vielleicht in einem ganz bestimmten Bereich, vielleicht komplett auch euer Leben betreffen. Das kann ich mir bei manchen ebenso vorstellen, gerade mit der Welt und mit dem Rat des Schicksals wären es hier deutliche Anzeichen. Aber mehr und mehr glauben viele von euch nicht mehr daran, eure Ziele, Wünsche und Träume in einer adäquaten Zeit erfüllen zu können, vielleicht sogar nie erfüllen zu können. Und das kann einen sehr, sehr stark aufs Gemüt schlagen. Das kann einen, da kann man von einer Midlife-Crisis sprechen. Das wäre aber fast sogar noch ein bisschen milde ausgedrückt, muss ich dazu sagen. 10 Kelche, 8 Schwerter, das ist das Zerdenken, überhaupt jemals glücklich werden zu können. Und das ist so ein Satz, den man sich mehr zu Herzen nehmen sollte, als es die Allgemeinheit für gewöhnlich tut. Eine Klärung zu der Welt. Das ist das Gericht. Das Gericht ist häufig ein absehbarer Zeitpunkt, eine Art Termin, ein Tag X kann man auch dazu sagen. Wir haben die 9 der Kelche im Outcome. Das ist ein sehr positives Outcome hier. Da ist die klassische Wunscherfüllung und die Erfüllung von Gefühle und Bedürfnisse darstellt. Interessant, mit dem Gericht vor allem hier ist dieser Tag X dargestellt, dieses in absehbarer Zeit oder man kann auch sagen Deadline, dann heißt es bis zum Ende des Jahres. Und ich glaube, dass ihr euch hier möglicherweise wirklich schon, was eure Ziele, Wünsche und Träume angeht, was eure Vorhaben und eure Perspektiven angeht, eine ganz bestimmte Deadline vielleicht gesteckt habt. Es ist schön zu vergleichen, beispielsweise mit guten Vorsätzen für das neue Jahr. Nehmen wir mal letzten oder vergangenen Silvester. Ne? Für das Jahr 2023 nehme ich mir vor, 5 Kilo abzunehmen. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel jetzt. Und jetzt ist man im September und jetzt hat man anstatt 5 Kilo abzunehmen, vielleicht 3 Kilo zugenommen. Und langsam aber sicher wird das Jahr sich langsam aber sicher dem Ende neigen und mehr ist dieses Ziel, welches man sich gesteckt hat zu erreichen, bedroht, beziehungsweise sieht eher nicht mehr danach aus, dass man das überhaupt noch erreichen wird. Man kann von Torschlusspanik reden, man kann aber auch davon reden, dass man es bislang hat schleifen lassen. Und vielleicht, nur vielleicht, und bitte behandelt es weiterhin als beispielhafte Formulierung, liebe Skorpione, habt ihr euch nicht wirklich darum kümmern können, euer Ziel zu erreichen, weil stets immer etwas anderes wichtiger war. Das sehen wir hier sehr deutlich mit dieser Vergangenheitskarte, mit dem Verlassen des Teufelskreises. Und ich hoffe, ich habe euch den ausgiebig erklären können. Und nach den Sternen greifen bedeutet hier im übertragenen Sinne, seinem Ziel, seinen Wunsch und seinen Traum zu realisieren. Und hier in der Spiegelung zu den zwei der Münzen ist das definitiv auf der Kippe. Es ist im Wanken. Es ist absolut unsicher, ob man überhaupt noch erfolgreich werden wird. Vor allem dann, wenn man sich hier ein Zeitlimit gesteckt hat. Diese Ziele, Wünsche und Träume, die auch hier in diesen 9 der Kelchen nochmals verkörpert sind, das Realisieren vom Glück oder das Ergreifen des Glücks, so kann man es auch sagen. Ich sehe, dass viele von euch hier dieses Glück noch nicht aufgegeben haben. Ich sehe, dass viele von euch hier womöglich etwas härter daran arbeiten, engagierter und fleißiger daran arbeiten, sich das zu realisieren, nachdem man es womöglich nicht adäquat gewichtet hat, nachdem man womöglich alles andere außer sich selbst höher gewichtet hat als das eigene Glück. Und da werden sicherlich viele von euch mir sehr differente Geschichten erzählen können im Resonanzfall, auf was genau sich das bezieht und was da immer alles dazwischen kam. Aber bedenkt, es ist ein allgemeines Reading und es kann bei jedem einzelnen von euch natürlich auch etwas anderes immer wichtiger gewesen sein. Aber die Kernaussage ist und bleibt hier die gleiche. Mit dem Eremiten werden hier viele von euch sich potenziell stärker und intensiver damit auseinandersetzen, okay, gebe ich jetzt dieses Ziel vollkommen auf oder reiße ich mich zusammen, arbeite noch stärker daran und hole mir mein Glück, welches mir meines Erachtens nach eigentlich zusteht. Und das ist,
Wie gesagt, das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, sehr fundiert ist und über die ich auch spätestens im weiterführenden Reading jetzt noch etwas mehr herausfinden möchte. Liebe Skorpione, solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, resoniert ihr mit diesem Reading, erkennt ihr euch und eure Situation darin wieder, könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen September. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.